Hallöchen und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Starbound. In der letzten Folge hatten wir ja diesen Hightech-Floren-Tempel besiegt. Ich wollte gerade sagen ausräumen, aber ausräumen würde bedeuten, dass ich auch wirklich das ganze Mobiliar mitnehme. Und das wollte ich ja nicht, weil es auf dem Planeten Kometen gibt und die Kometen alles kaputt machen. Vielleicht eher kaputt machen, als wir das einräumen können. Und deswegen habe ich da noch nicht damit angefangen. Aber früher oder später werden wir das tun oder ich werde es tun. Und ihr werdet dran teilhaben, mehr oder weniger. Und in dieser Folge, vor zwei oder drei Folgen gab es ja den Auftrag, dass ich Miracle-Gras sammeln soll. Und ich habe festgestellt, in dieser Kiste hatte ich welches. Ich weiß nicht, ob das das ist, was die wollten. Ich nehme es jetzt einfach mal. Es ist nicht das, was sie wollten. Das ist sehr schade. Aber die zweite Möglichkeit, man kann es ja auch hier produzieren. Und vielleicht sollten wir das auch wirklich tun. Miracle Grass, regenerativ, das habe ich sogar. Plantfibers habe ich sowieso. Clobust Boost, wie kriege ich das Zeug? Habe ich das nicht auch hergestellt, als ich mal hier irgendwas testweise reingeschmissen habe? Könnten wir denn? Grape Seeds, davon kriegen wir eh jede Menge. Und ich glaube, das sind Hops. Ich schmeiße einfach mal irgendwas in das Xenolab und guck, was dabei rauskommt. Das hier als erstes. Und, was ist dabei rausgekommen? Mein Gott, braucht der lange. Resistenz. Weiß nicht, war das das, was wir brauchten? Okay, die Früchte nimmt es leider nicht an, nur die Seeds. Ah, das ist, Chlorobast. Oh, Neutral Success. Okay, wir hatten es noch nicht, sonst hätte ich jetzt diesen Quest schon mal irgendwann erledigt gehabt. Regeneration Seed. Most Healing Plants. Also die ganzen Seeds und die Gene extrahieren, das wird eine Weile dauern. Und ich werde mir wahrscheinlich nicht merken, welche Pflanze welches Gen erzeugt, sondern ich werde mir einfach wieder alles in Massen erzeugen und dann ohne nachzugucken in einfach einem riesigen Lager dann mich bedienen. Das ist zumindest so der Plan. Apropos riesiges Lager, ich könnte doch mal hier diese Genkabinetts bauen, dann habe ich wenigstens kein Problem hier mit 100.000 Kisten, sondern nur mit 1.000 Kisten statt 100.000 oder so. Genkabinetts, genau die Dinger oder die? Die Chests sind eigentlich noch besser. Oder die Kabinetts, egal, sind beides ziemlich platzsparende Items. Advanced Plastik 15 und Steelbahn 5. Steelbahn sollten kein Problem sein. Advanced Plastik, wo habe ich das hingetan? Und habe ich noch genug davon? Ich habe nicht genug davon. Ah, okay. So schnell wird es also nichts mit dem. Seide habe ich noch. Sauerstoff habe ich noch. Was braucht man noch? Öl. Öl sollte ich nie abgelegt haben. Habe ich also auch noch. Planfibers braucht man noch für das Gengut da. Dann können wir zumindest erstmal das hier herstellen. Wenn mich nicht alles täuscht, könnte... Sollten wir es herstellen können? Ach so, das regenerative Gen. Das habe ich zwar im Besitz, in Form von, dass es hier irgendwo in den Kisten liegt, aber das habe ich übrigens einfach so gefunden in der Kiste, die mal unterwegs war. Informativ. I have more tech teach to you. Und jetzt soll ich Karotten extrahieren im Xenolab. Und wahrscheinlich habe ich das schon gemacht und da wäre das hier rausgekommen, weil das andere hatte ich ja schon durch die vorherigen Quests. Biolumineszenz-Gene habe ich im Prinzip auch schon irgendwo auf Lager. Das sollte jetzt kein Problem sein, das Zeug zu suchen und da reinzuschmeißen. Da würde halt ein Biolumineszenz-Gen rauskommen. Egal, ich kann jetzt erstmal das Miracle-Glas, Gras herstellen. Und dann habe ich den Quest erstmal abgeschlossen, plus ich kann es anbauen. Tornitox. Ich glaube, das habe ich schon mal in der Wildnis gefunden. Toxic and Cell Hardening. Egal, ich gucke jetzt einfach TO und dann sollte man es doch schon finden können. Vorausgesetzt, ich habe die entsprechenden Saat. Das hier ist es. Poisonous Gen, Corn Seeds und Skeletal Structure? Es klingt so, als würde ich. Als müsste ich einen Bone hier oben reinhauen und könnte das dann bekommen. Es ist nur geraten, ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist. Habe ich die Bones irgendwie weggeschmissen?
Ja, ich glaube, ich habe die Bones. Also ich habe sie nicht wirklich weggeschmissen. Ich habe sie irgendwo in der Kiste hier abgelegt. Aber welche? Ah, hier könnte das Biolumineszenz-Gen rauskommen aus dem Zeug. Ah, ich brauche dringend irgendwie meine Ordnung hier. Ich glaube, wenn ich die Frequency-Seeks extrahiere, dann kriege ich auch nochmal Silk daraus. Ich probiere es einfach mal. Ah, jede Menge Silk. Das wollen wir haben. Dann können wir vielleicht ein Kabinett herstellen. So. Alle Federn einsammeln. Das ist ja alles bares Metall. Ich wollte gerade bares Geld sagen, aber... so ist es dann doch nicht. Genau, Glowfiber. Ich wollte gucken, ob ich das Glowfiber hier auch zu solchen Biolumineszenzkram extrahieren kann. Es sieht nicht so aus. Es wäre sofort eine 1 geworden, wenn es geklappt hätte. Glaube ich zumindest. Und das andere, was ich jetzt machen wollte, Seide. Ach so, genau. Täusche ich mich oder habe ich da drüben auch schon mal so ein... Nee, das ist einfach nur ein Regal. Das ist nicht das gleiche wie hier. Ich könnte das Regal nutzen, um hier ein schöneres Labor zu bauen. Advanced Plastic, da funktioniert es doch. Und ich brauche... na, die drei gönne ich mir. Was fehlt denn jetzt eigentlich? Oxygen fehlt jetzt. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch Wasser rumliegen. Ja, hier ist ein bisschen Wasser. Kann ich doch gleich mal meine Vermutung bestätigen oder widerlegen lassen, dass Wasser dazu führt, dass ich Salz kriege. Ah, Salz und HO. Also wir haben immer, wenn hier von Wasser die Rede ist, dann ist das in der Regel Salzwasser. Und ich habe gerade irgendwas gelernt. Warum auch immer ich jetzt was gelernt habe. Wahrscheinlich wieder durch irgendeinen Patch dazugekommen. Und ich habe nicht aufgepasst. Wir brauchten noch Stahl und ein anderes Metall. Genau 15 Silbers, das brauchten wir doch. Ich glaube, wir brauchten noch Silber. Ich nehme einfach mal Silber mit. Und zur Sicherheit noch ein bisschen Eisen. Das sollte mal auf der sicheren Seite sein. Und Gen eingeben. Ja, wir können es herstellen. Glas brauchten wir. Okay, Glas. Also nichts von beiden. Wir können nur ein einziges herstellen. Was fehlt denn dann danach? Immer noch Advanced Plastic. Oh Gott. Das könnte aber sein, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr Advanced Plastic herstellen können, weil wir jetzt wieder ein bisschen anderes Zeug haben. Hier. Genau, Oxygen fehlte uns. Jetzt können wir jetzt noch einmal das herstellen. Dann fehlt uns wieder der Sauerstoff. Und dann können wir jetzt mindestens noch einmal ein Gene-Kabinett herstellen. Haben wir jetzt eigentlich Gene-Kabinetts hergestellt, oder? Nein, so weit wollte ich doch gar nicht. Ich wollte, dass du hier das Ding verlierst, damit ich nochmal G drücken kann. Damit ich gucken kann, was wir hergestellt haben. Storage Chest haben wir hergestellt. Dann bleiben wir doch dabei. Und stellen noch eine her. Und jetzt fehlt schon wieder Advanced Plastic. Also eins können wir noch herstellen. Jetzt haben wir schon wieder Federn. Ah, Federn einsammeln. Ich finde es immer noch relativ entspannend und befriedigend, hier die ganzen Federn einzusammeln. Sobald es mir mal wirklich auf die Nerven geht, dann gibt es hier ein großes Barbecue mit vielen, vielen Chicken Wings. Aber nein, könnt auch nicht die Mannschaft rösten. Mannschaft ist doch wichtig. Wir können die Passagiere rösten und die blöden Colony Deeds hier wegmachen. Aber die Mannschaft bleibt am Leben. Genau. Hier. Noch ein bisschen Wasser extrahieren und... Wo ist es denn? Ah, hier. Und weg damit. Und einmal noch Advanced Plastic herstellen. Wenn es noch geht. Ah, genau. Guck mal, da verschwindet die ganze Seide und der ganze Oxygen. Ah, und dann haben wir wieder mehr Platz als vorher im Inventar. Wäre doch schön, wenn das jetzt genau aufgehen würde mit dem Advanced Plastic. Es sei denn, ich habe nicht aufgepasst, was ich auch nicht habe. 8 minus 12, also wir hatten plus 4 da vorher. Okay, also wir brauchen noch von allem jetzt was. Aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Die zwei Gene-Kabinetts werden mir auf jeden Fall jetzt schon eine riesengroße Hilfe sein. Ich nehme die jetzt erstmal hier vor als eine Art Zwischenlager. Mit deren Hilfe ich dann mal anfange, hier das ganze Zeug umzuplanen und umzuräumen.
Und für alle, die es bisher noch nicht gesehen hatten, diese Jeans-Cabinets oder Storage-Chests, die haben einfach mal ein bisschen Platz. Damit kann man arbeiten. Nicht so hier wie diese Kinderkisten oder so. Nein, so müssen Lagerplätze aussehen. Und es gibt noch größere hier bei Fucking Universe. Bloß die sind dann wieder wahnsinnig albern im Preis. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon bauen kann oder ob ich die mir nur ercheatet habe. Keine Sorge, in dem Spielstand hier habe ich nichts ercheatet. Das sind immer nur so Testspielstände, in denen ich das ab und zu mal mache. Aber... Achso, ich brauche doch bloß auf Lila klicken. Ah, okay. Also die Dinger haben dann richtig viel. Und die brauchen dann was. Das ist auch nur eine Chest. Aber eine Chest, die wesentlich mehr Platz dann nochmal hat. Ein bisschen mehr Platz zumindest. Und ein Block. Blood and Cobblestone. Okay. Ein aderdurchzogener Block. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ich weiß nicht, warum das unbedingt lila sein muss. Was haben wir denn hier als blau? Powercore. Na, das ganze Zeug wird man dann noch produzieren. Graphen ist auf jeden Fall cool. Ich glaube, Graphen kriegen wir, indem wir Kohle durch den Extractor schmeißen. Früher oder später braucht man eh jede Menge Graphen. Da können wir jetzt schon mal gucken. Wo haben wir die Kohle liegen? Da ist unsere Kohle. Ja, und die ganzen Federn müssen mal wieder weg. Erstmal gucken, ob ich dann mit der Kohle richtig liege. Was mache ich denn? Unkonzentriertheit. Carbon. Okay, Carbon könnte auch wichtig sein. Carbon klingt so... Ich glaube, Carbon ist die Voraussetzung für Graphen. Ich kann ja mal ein bisschen Öl hier reintun. Mal gucken, was das Öl macht. Ah, schade. Ich dachte, es würde was bringen. Leider nicht. Oder ich brauche dann den anderen Extractor. Ich weiß, dass es dann noch einen gab. Obwohl ich nicht weiß, was der genau macht. Sehe ich das hier vielleicht, wenn ich den Extractor eingebe? Nicht direkt. Wenn, dann habe ich es noch nicht kennengelernt. Oder ich, einen falschen Namen eingetan. Aha. Wozu brauche ich so ein Gerät? Ich weiß es gerade nicht. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen unschlüssig, was ich jetzt noch mit dem Rest der Folge machen soll. Ich würde sagen, ich mache jetzt einen kurzen Cut und dann fange ich ein bisschen später an und im zweiten Teil der Folge machen wir bestimmt was ganz Tolles. Bis gleich. So, ich habe was gefunden, was noch einigermaßen interessant sein könnte und mit dem ich die Folge quasi auffüllen kann. Und zwar das Gefängnis aus, ich glaube, der vorletzten Folge oder der Folge davor. Also drittletzten Folge. Egal, vor einer kurzen Weile habe ich euch dieses Gefängnis gezeigt, von der anderen Seite. Ich bin jetzt von der Flagge aus in die andere Richtung gegangen und es war tatsächlich kürzer als die Richtung, wie ich beim letzten Mal gegangen bin. Und jetzt schauen wir uns dieses Gefängnis an, reden ein bisschen mit den Bewohnern, auf ihrer Weise. So funktionieren Gespräche hier in dem Gefängnis. So, ich habe gewonnen. Oder so. Meine Argumente waren die stichhaltigeren. Hier. So. Der hat ja mal absolut gar nichts zu sagen gehabt. Und hier kommen wir im Prinzip auch nochmal durch die... Wer bewahrt denn Steine in einem Schreibtisch auf? Ja. Die Twilling Blocks, ich weiß nicht. Die kann ich noch einigermaßen nachvollziehen. Seile auch, aber Steine? Wer bewahrt Steine in einem Dingens auf? Ich weiß es nicht. I will murder you. Oder so. Ich hab keine Ahnung, warum die alle so aggressiv zu mir sind. Ich tu denen doch nix. Zumindest noch nix. Die fangen an. Also darauf bestehe ich. So. Ich finde das cool, dass dieses Gefängnis auch so vereist ist. Also. Man sieht richtig hier, da hat schon ein bisschen der Zahn der Zeit genagt. Und die Bewohner, das sind einfach immer die toughesten. Ah, hier das. Das könnte man sogar richtig benutzen, hier diese Showers. If I had only the time for a hot shower. Ja, die hast du doch. This could blow the fiercest weight of me. Das ist ein riesengroßer Föhn, kann das sein? Damit dieser Duschraum geheizt wird. Komm. Achso, der habe ich den jetzt angeschaltet? Das ist interessant.
Der traf, die anderen nicht. Aber solche kleinen Details ist schon nett gemacht. So, hier. Einmal Zelle kontrollieren. Keinen Widerstand leisten. Oh Gott, will ich den Text lesen? I think I go elsewhere. Naja. Oh, herrlich. Das Graffiti hier, das können wir bestimmt mitnehmen. Nee, das können wir nicht mitnehmen. Das ist... Ja, jetzt ist es weg. Hier noch jemand? Nee. Interessant. Was ist das? Being trapped in... Kann ich hier rein? Interessant. Und hier? Kann ich hier drauf gehen? Nee. Schade eigentlich, warum nicht? Da draußen sind quasi noch die Wartungsroboter. Die Kamera, die wäre doch eigentlich nützlich. Und hier die Sachen... Na, ich überleg's mir noch. Auf jeden Fall habe ich hier schon den Generator kaputt gemacht. Und ich lasse nicht mal die Chance, sich zu rechtfertigen. Aber ich gehe einfach davon aus, dass... Wenn wir mal eine Bombe schmeißen... Das hat ja viel gebracht. Da die Typen überhaupt keine Fernwaffen benutzen, sonst hätten sie mich schon längst umbringen können. Apropos, vielleicht schaffen sie ja doch noch. So, jetzt nicht mehr. Ah, Drogen im Knast, das ist niemals gut. Müssen wir gleich Einhalt gebieten. Und war ich nicht schon mal hier? Ich glaube, ich habe mir schon mal die Beschreibung zu dem Computer da angeguckt. Kohleautomaten, der ist auf jeden Fall cool. Und das hier müsste eigentlich Apex sein. So von der Aufmachung her. Hier... I feel like a voyeur. Ja. Ein Kohleautomat. Vielleicht war das hier der Raum für die Security, als es noch eine gab. Ich wünschte, ich könnte den Kohleautomaten benutzen. So, dem... Ja, Eindringling. Lass doch mal mit dir reden. Hier. Sag tschüss. Leider wird ihm das nicht reichen. Ah, hier ist noch jemand. Dich habe ich ganz vergessen. Und du richtest deine Waffe gegen mich. Das will ich aber gar nicht sehen. Böses, böses Mädchen. Ist das die, die ich runtergeworfen habe? Könnte sein. Auf jeden Fall war sie böse. Ja, ich schätze mal, das war sie. So. Nächster, der mich angreift. Oder es zumindest versuchen wollte. Ach, die sind doch eh alle böse. Die haben das alles verdient, was ich hier mit denen anstelle. Du hast es verdient. Und der nächste, den ich da hinten gesehen habe, auch. Und die Frau da auch. Ja, Eindringling, das bin ich. Und was willst du dagegen machen? Komm. Und der nächste Kandidat. Bumm. Ah, der schläft so niedlich. Und jetzt hat er plötzlich ein riesiges Messer in der Hand. Aber er kommt nicht an mich ran, weil ich den längeren hab. So. Das gleiche ist mit dir los. Ich hab den längeren, deshalb gewinne ich. Ja. So, nur wir beide. Ich hab gesagt, nur wir beide. Das ist unfair. Für euch. Ihr hattet ja den kurzen Hauch einer Hoffnung. Du hattest auch mal Hoffnung bestimmt, bevor du hier gelandet bist und von mir niedergemesselt wurdest. Ganz bestimmt. Ach ja, dieser kleine Unterrichtsraum oder was das ist. Ich glaube, das ist tatsächlich sowas wie eine Art kleines Theater für die Gefangenen. Um sich irgendwie zu beschäftigen. Den Gedanken finde ich cool. Ah, das ist ja... Ich glaube, das brauche ich wirklich. Maschendrahtzaun. Ja, den brauche ich auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung wozu, aber den werde ich schon irgendwie unterbringen. Genauso wie diese Leuchten hier. Die nehme ich gleich mal in Beschlag und scanne die dann in meinen 3D-Drucker ein. Ja. Gefängnistüren brauche ich eigentlich nicht. Diese Türen müsste ich schon eingescannt haben. Eingescannt. Oh, ich kann nicht mal reden. Kann ich die hier eigentlich mitnehmen?
Ja, ich kann. Kann ich mal ernsthaft hier irgendeine richtige Befestigung? Oh Moment, ich benutze die Dinger im hier in meinem Snow Village, um endlich mal ein effektives Monsterabschreckungsmittel zu haben. Das ist doch mal eine Idee. Das ist sogar eine sehr gute Idee. Es sieht zwar ein bisschen assi aus, wenn ich dieses wunderschöne Weihnachts-Winterhäuschen mit Stacheldraht vermine, damit dort keine Monster spawnen, aber die Monster haben sie so gewollt. Der Knast ist ganz schön groß. Oh, Sicherheitsroboter hat auch keine Sicherheit gebracht. Weder dem Personal noch irgendwie den Gefangenen. No escape. Na, ich sorge doch gerade dafür, dass hier alle fliehen können. So ins nächste Reich dann. So, die nächste höhere Stufe. Ich bringe allen die Erlösung hier. Auch dem Roboter. Der war böse. So. Ob ich das einscannen kann? Und wenn ja, wie teuer ist denn das dann? So, wenn ich richtig sehe, ist die Folge jetzt bei 21 Minuten. Je nachdem, wie ich schneide, vielleicht ein bisschen früher. Da würde ich sagen, ich nehme jetzt hier noch ein bisschen die Miete mit. Vielleicht ist ja zufällig was dabei, was man, na, vielleicht auch zufällig nicht, was man gebrauchen könnte. Und dann scanne ich noch die Gegenstände ein, weil ich das immer so mache. Let me try deep find. Und da ist schon jede Menge Kram drin. Und wenn ich irgendwas Neues finde, wo ich denke, das könnte interessant sein, dann schmeiße ich das hier rein. So, das könnte ich eventuell schon haben. Habe ich auch. Aber die Kamera hier garantiert noch nicht. Das Ding garantiert auch noch nicht. Und der Maschendrahtzaun. Also bitte. Also der ist ja wirklich essentiell. Pösenbench. Ich weiß nicht, wozu ich sie brauchen kann, aber ich will sie haben. Ah, mir fällt gerade was ein, was ich auch noch nie gemacht habe, weil ich es unbedingt in der Folge machen wollte. Creator Corp. Das Ding funktioniert zurzeit nicht in der aktuellen Stable. Leider. Aber das Ding hier, Durasteel, Gold und Diamant, müsste ich alles irgendwo da haben. Das Ding leiste ich mir jetzt nochmal kurz. Hier haben wir Gold, aber nicht zu viel Gold. Na gut, wir haben jede Menge Goldohr, da machen wir das auf die Art und Weise. Durasteel, wo haben wir ein Durasteel? Ah, hier hatte ich es kurz gesehen. Ja, Durasteel haben wir mehr als genügend. Und Diamanten, die ich aus irgendeinem Grund hier lagere. Obwohl das ja eigentlich auch mehr Metalle sind. Obwohl, das ist die Kiste für ganz besondere Gegenstände. Und Diamanten zählen in diese Kategorie für mich. So. Goldbahn. Ich hätte eigentlich auch aus den Federn welche herstellen können. Fällt mir gerade so ein. Egal, Hauptsache ich hab sie. Dann crafte ich den mal. Und freue mich meines Lebens. Ist der überhaupt hier drin? Nee. Natürlich nicht. Und jetzt? Now you can print small high-tech items without crafting table. Okay. Danke. Boah, was habe ich denn gelernt? Alles. Ich werde, wenn ich auf C drücke. Ja. Toll. Okay, mein C-Menü ist um einiges erweitert worden. Light-Drawing. Aber das ist nicht das gleiche Zeug wie Nano-Stove. Interessant. Okay. Jede Menge neues Zeug zum Erforschen, zu erkunden. Wet-Toy-Block. Roter Plastikblock. Oh, das ist cool. Sowas macht sich in meiner Weihnachtsmannfabrik ganz gut, wenn ich denn jemals eine bauen sollte. Okay. Pressure Beam. Ein gepresster Strahl? Hä? Grinder. Weiß nicht, was das heißen soll. Hightech Blocks. Oder Steel Blocks. Oh, die kann ich mit Pixeln herstellen. Abgesehen davon, dass ich eh viel zu viele Pixel habe. Hylotte Pa. Oh, herrlich. Oh, solches Zeug, das wollte ich schon immer mal so herstellen können. Interessant. Support Block, Wall Panel. Okay, als erstes sehe ich mich mein kleines Weihnachtshäuschen, zu dem ich gleich mal gehen kann.
Das sehe ich mich als erstes ausbauen, weil da haben wir jetzt das richtige Zeug für. Zumindest ein Zeug, das mehr aussieht wie das, was ich haben will, als das, was ich vorher hatte. Wenn das den Sinn macht, was ich gerade gesagt habe. Christmas House. Da können wir gleich mal ausprobieren, ob dieser Stacheldraht funktioniert. So, hier. Alle sind willkommen. Alle, die hier über den Stacheldraht klettern können. Ich darf nicht vergessen, dass das Ding mich selbst verletzt, oder? Ja. So, mein Roboter kämpft gegen die Fliegen da unten. Ah, ich könnte hier noch ein bisschen. Hat er gerade den Loot eingesammelt, den das abgegeben hat? Das ist aber böse. Böser Roboter. Nicht einfach den ganzen Kram für dich behalten. Hier will ich noch so ein Stacheldraht aufsetzen. Dass das nicht gerade schön aussieht, das weiß ich. Das ist einfach nur Provisorium, schlechthin. Es geht einfach erstmal ums Prinzip. Schön wird es dann gemacht, wenn ich Zeit und Lust habe. Vor allem Dingen Lust. Und die kommt früher oder später, keine Sorge. Nur nicht jetzt. Erstmal ein bisschen Miete einsammeln. Und dabei kann ich mal hier das Zeug durchgucken. Help. Na, super, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Achso, ich kann das nicht aufnehmen, weil mein Zeug... Weißt du was? Ich lass dich hierher teleportieren, du Vogel. So. Okay. Wenn ich das Ding lasse, sterben die Leute an ihrer eigenen Dummheit. Das... Ja, wollen wir das... Ich überlege gerade ernsthaft dran, aber eigentlich wollen wir es nicht. Das hier sieht interessant aus. Davon produzieren wir gleich mal ein paar. Und davon produzieren wir gleich mal ein paar. Und gucken wir mal, wie es ausschaut. Bevor die Maschine das wieder einsammelt. Und hier. Wie sieht das aus, wenn ich das... Ja, okay. So rum wäre das dann. Hoppla. Ah, was auch funktionieren würde. So. Nee, das würde nicht funktionieren. Das sieht komisch aus. So, jetzt ist der von dem hier da unten anfixiert. Aber daraus kann man was machen. Daraus kann man was machen. Bestimmt kann man die Dinger auch einfärben. Hab ich gar nicht geguckt. Farbe. Hier so. Ja, alles super. Guck mal nochmal, was wir noch so haben. Ship Platform. Okay. Wall Panel. Wall Panel klingt sehr gut. Avian Take Block, das sind die Dinger, die ich in meinem Raumschiff als Hintergrund habe. Heavy Stone Brick, da habe ich früher so viele Sachen abgerissen, nur um diese Dinger zu bekommen. Also wirklich, ich bin von Planet zu Planet gegangen und habe Häuser abgerissen, um an den Mist zu kommen. Genauso wie für den Quatsch hier. Da nehmen wir doch gleich mal ein paar davon mit. So, dann Smooth Plated Block. Das kommt mir nicht bekannt vor. Gucken wir mal, was das Ding ist. Wiring Height Beneath This. Also irgendein Hightech-Material. Egal, ich will's haben. Zur Not verschwindet das in der Kiste ganz weit hinten und taucht nie wieder auf. Oh, Sheev Light. Daraus. Das war doch eine Zutat für das andere Ding. Oh, Glitch Ship Light. Also hier das Zeug vom Orden Moderne Stuhl, das sieht doch auch ganz cool aus. Und eine Sliding Door. Und der Nano-Ofen, den können wir jetzt auch herstellen, wenn wir vorher das hier herstellen. Ich weiß bloß nicht warum. Ich weiß jetzt gerade ernsthaft nicht warum. Und einen Schneemann können wir im Prinzip auch herstellen. Ja. Aber ich will jetzt mal kurz gucken, wie die Blöcke hier aussehen. Ich glaube, sowas habe ich da oben schon mal sowas ähnliches verbaut. Aber das sieht auch ganz interessant aus. Das sieht aus wie Stein. Aber ich habe zumindest ein paar Ideen, wie ich das hier dann verfeinern kann.
dass hier so ein bisschen Struktur reinkommt. Und meine Siedlung fühlt sich etwas geschützter an. Da oben ist schon wieder jemand gestorben. Habe ich das richtig gesehen? Ich weiß es gar nicht so genau. Doch, habe ich richtig gesehen. Ah, ich schätze, der Typ hat sich selbst hier umgebracht. Super. Ist das was? Dummheit muss bestraft werden. Wenn ich dir schon die Unsterblichkeit hier gönne, indem du in meinem Luxusresort leben darfst. Na komm, ich nehme die Dinger hier weg. Ich sehe doch, dass du da mit zurechtkommst. So, mein Inventar braucht auf jeden Fall wieder ein bisschen Pflege. Das hier im Prinzip auch. So, das nehmen wir mal mit. Ja, ich würde sagen, die Folge geht eh schon ziemlich lange. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Nächste Folge könnte wieder etwas länger dauern, denn ihr habt es vielleicht schon an dieser Folge gemerkt. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich jetzt machen will. Ich müsste wieder viele Sachen vorbereiten, aber ich habe... Oh, ein Auftrag. Das. Okay, ich verabschiede mich noch nicht, sondern ich nehme jetzt erstmal diesen Auftrag an. Avian Emblem und... Ja, Hammer. Kann ich das direkt hier herstellen? Ich weiß, dass ich es auf jeden Fall mal eingescannt hätte. Nö, aber ich mache das jetzt noch, den Auftrag. Ich ahne, wo der hinführt und eventuell werde ich irgendwas abreißen müssen, was mir überhaupt nicht gefällt. Aber dadurch leveln meine Bewohner ein bisschen auf und dann kann ich nachher alles wieder kaputt machen und wie es vorher war. Ne, 3D-Print. Avian Emblem. Wir machen gleich eh. Das Ding will er haben, oder? Quest. Gift. Avian Emblem. Es sollte das Ding hier sein. So, Bewohner, die aufleveln, das bringt im Prinzip nur dann was, wenn die Bewohner Händler sind, dann haben die mehr Zeug. Ich weiß nicht, ob es bei normalen Bewohnern auch irgendwas bringt. Und selbst wenn es was bringen würde, ich bin reich genug, eigentlich bräuchte ich es gar nicht. Ich mach's aber trotzdem. Ah, wisst ihr was? Ah, warum setzt sich hier niemals dieser da? Ah, aus Versehen habe ich meine eigene... Ah, ich habe meine Maschine gegen mich aufgebracht. Okay, sie nimmt es mir aber nicht übel. Okay, die Maschine kräftigt mal meine Kolonisten an. Das ist alles gut. So, der Typ kriegt jetzt sein Emblem und will bestimmt, dass ich es irgendwo aufbaue, wo ich eh keinen Platz habe, weil ich alles immer zurammle, wie es geht. Und jetzt möchte er es... Could you deliver it to him? Also, abgeben bei ihm würde ich es gerne. Wo ist er denn? Da unten. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Normalerweise möchten die es, dass das denn im Raum von denen dann abgeladen wird. Ich gucke mir doch mal den Quest an. Der hier ist es. Der da oben. Ah, der hat einen kleinen blauen Pfeil. Ich habe jetzt an so ein Fragezeichen gedacht, aber nee, ein kleiner blauer Pfeil ist es. Please think. Okay. So, jetzt wieder mit dem anderen Typen reden. Und Bonus kassieren. Need this one. Bird. Decorative Bird Mask. Achso, ja, jetzt soll ich ihn fragen und krieg das Ding von ihm. Und gib's jetzt bei ihm wieder ab. Jetzt gebe ich das Ding jetzt zu ihm. Warum auch immer. Also ich hätte mir den Text durchlesen können, aber der ist eh immer generisch und gleich und langweilig. Hier, im Prinzip steht da doch nur, dass ich... Okay, jetzt kommt der Teil, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ich soll das Ding irgendwo in seinen Raum aufbauen. Oh, das passt sogar einigermaßen hier rein. Und jetzt soll ich es dem Kerl hier sagen, dass ich das aufgebaut habe. Jetzt kriege ich endlich meinen Reward back. Das ist das Zeichen, dass ich es dann wirklich geschafft habe. Und wie gesagt, mein Inventar braucht ein bisschen Pflege und Liebe.
Ich habe ein Tütü bekommen. Ich habe ein Tütü. Ich bin ein wunderhübsches Mädchen. Oder so. Das könnte man fast dort unten lassen. Wisst ihr was? Ich lasse es jetzt einfach mal da unten stehen. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt oder nicht, aber... ja, ich habe gerade ernsthaft überlegt, ob ich es jetzt hier oder hier oder hier an die Wand setze. Oder hier vorne gleich. Ich glaube, das würde keinen Unterschied machen. Irgendwann, wenn es mir richtig auf die Nerven geht, werde ich das wieder entfernen, aber so lasse ich es erstmal. So, und wenn ich dir auf die Uhr gucke, haben wir wieder mal eine richtig schöne dicke Folge mit 35 Minuten. Das sollte jetzt auch wirklich reichen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Ich bedanke mich nochmal dafür, dass ihr die ganze Zeit zugeschaut habt. Für diejenigen, die es auch wirklich getan haben. Und ja, bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann die rauskommen wird, die nächste Folge. Es könnte wieder etwas länger dauern. Dafür schon mal im Vorhinein Entschuldigung. Ansonsten, bis dahin.